Hallo, da ist der Peter aus der Lichtoase und heute geht es um das, um wahre Freiheit, also um das, was für mich, ich erzähle ja immer nur Dinge, die für mich so sind und vielleicht, wo dann auch jemand anders Resonanz finden kann in dem Raum, den ich jetzt da mit euch, für euch, durch euch eröffne. Schaut mal. Kingdom, das Königreich deiner Seele. Und das Ganze, die Ordnung am Hofe, die Ordnung der Dinge. Dein Königreich kann nur dann richtig ineinander fließen, wenn es von innen herausgewachsen ist, also wenn du vom Göttlichen herausgewachsen bist, wenn du wirklich, so wie die da alle sind, die ganzen. Das Königreich deiner Seele. Es gibt zwar einen König, aber in Wahrheit ist jeder, ganz ein wichtiger Part davon. Die Engel, die Geistwesen, die Naturwesen. Du, der Tempel deiner Seele, der Körper, der Geist, in der schönsten, glorreichsten Reinheit und Erhabenheit streuen kann. Ja, wir sind ja gerade im Bacchi. Weil jetzt so ein schöner Tag ist, sind wir natürlich da raus auf der Lichtoase, wir haben heute frei und wir werden jetzt ein Video machen. Ob es online geht, schauen wir mal, was draus wird. Schauen wir mal, was entsteht. Wir legen sie da auf Couch-Hängematten und reden einmal so drauf los. Jo. Im Dienst der Reinheit, der Klarheit und der Wahrheit sind wir da auf der Erde und erinnern uns gegenseitig auf Liebe, an was es heißt, wirklich zu lieben. Die Liebe, die Einstellung gefällt mir nicht. Die Liebe, was sagt die Liebe aus? Die Liebe, schau, wenn einer Liebender ist, ist das Wichtigste, dass er sich wirklich um sein eigenes Licht kümmert, dass er sich also um sein. Dass er nicht so flammend immer muss, dass er sich nicht verstehen muss, dass er nicht gröber werden muss, als er wirklich ist, dass er nicht seine feinste Empfindung aufopfern muss, um in irgendwelche Kreise zu sein. Die Liebe braucht nichts aushalten. Der Liebende folgt bedingungslos seinem inneren Licht und es darf immer streuen. Vielleicht auch nur wie einmal auch, wenn er gerade mit gar keiner Resonanz ist. Dann halt so. Die Liebe braucht nicht, sondern sie hat. Die Liebe will nicht, sondern sie ist. Die Liebe ist Fülle und nicht Mangel. Genau. Das heißt, ein Liebender macht von Haus aus nie was, was jemand anderem Schaden zufügt. Er verletzt andere Menschen nicht absichtlich. Und er benutzt sein Schwert niemals, um zu töten, sondern nur um zu differenzieren und sie von der Unwahrheit zum Distanzieren. Und zwar auf das Schärfste und Prägnanteste. Das ist wahre Liebe, hat gar nichts mit Egoismus zu tun. Es gibt so einen Punkt, wo man sagen kann, du bist nur wirklich frei, wenn die anderen scheißegal sind. Die Meinung von den anderen scheißegal ist. Was andere über dich reden, was andere über dich denken, was sie andere daraus machen, aus deinem Lebenswandel. Aus dem, wie du dein Leben wandelst. Und dein Leben sollte im besten Fall ein heiliger Altar werden, dem du deine, wo du das wirkliche Sein, dein göttliches Sein, dein schönstes diamantenes Licht, in all deine Dinge, in Worten, Gedanken und Taten förderst, unterstützt und liebkost. Das fängt bei deinen Nahrungsmitteln an, bei deinen Gedanken, bei deiner Umgebung. Die Ordnung der Dinge besagt, dass du jederzeit in Eden erwachen kannst, im Paradies auf Erden. Und der Weg dorthin ist
Die pure radikale Innenwendung, wo du immer wieder nach innen gehst und von innen heraus alles andere zum Wachsen lassen. Du bist nicht deine Wünsche, du bist nicht deine Vorstellungen, du bist nicht deine Bedürfnisse. Du bist nicht das, was du glaubst, dass du noch brauchst. Du bist auch nicht das, was du hast oder kannst. Du bist der blaue Himmel hinter den Wolken. Es ist ein totaler Trugschluss und es ist eine Geschichte von deinem eigenen Ego, zu glauben, du müsstest dich um deine Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen kümmern, um deine Dinge, die du glaubst, dass du brauchst, dass du glücklich bist. Es folgt einer Gesetzmäßigkeit, es folgt auch wieder der Naturgesetzmäßigkeit der Ordnung der Dinge, dass du, wenn du um das kümmerst, was jetzt vor deiner Nase ist und ob dir das jetzt passt oder nicht, was da vor deiner Nase ist. Und ob das komfortabel ist, ob es dir Freude macht oder nicht, ist uninteressant. Dem Leben gegenüber, darfst du dienen, also der Situation, die was jetzt ist, diese Situation ordentlich zum Beseelen. Egal, ob das alles, was dir anvertraut ist, jetzt in dem Moment, du in einem Feld hast du zum Belichten und zum Schauen, ist das so für mich richtig? Tut mir das wirklich gut? Bin ich wirklich da? Habe ich all in game? Oder reine nur davon? Ganz wichtig. Das Leben wird sich als ganz erfolgliche, wenn du dem Leben hingibst, so wie es jetzt ist, also dem Moment, und da bekennen dir alle anderen, scheißegal sein. Und nur dann kannst du es auch. Weil momentan nur die wenigsten Menschen da draußen die Wahrheit sehen und nur weniger die Wahrheit umsetzen. Reden, dann fühl vor. Aber es geht um Umsetzung, es geht um Manifestation. Das mein Geld zum Beispiel, war in einem letzten Video, Geldfluss. Geld fließt nur dann, wenn du die umsetzt und du bist der blaue Himmel hinter den Dingen. Du bist da drinnen, dein Herz, ja. Der Herzkraft, der Seele. Du bist das, was niemals leiden kann, das, was zwar Schmerzen spielen kann, aber leiden tust du, weil du im Kopf bist. Weil du nicht das annehmen kannst, was jetzt ist. Und ich weiß, wo ich rede. Ich habe selber sehr lang gelitten und leider natürlich jetzt noch immer. Bin ja auch noch kein aufgestiegener Meister. Und auch noch nicht am Zenit der Menschlichkeit angekommen. Geld ist eine manifeste Form von, also ein Umsatz, eine umgesetzte Form der Liebe in deinem Leben und du spürst es, wenn du zu wenig hast. Weil du einen Mangel hast, weil du in einem Mangel auf das Leben zugehst, hast du entweder Schmerzen oder Mangel an Geld, Mangel an Zuneigung. Irgendwas musst du das Leben spüren lassen und eins, was natürlich super funktioniert, ist die Kohle. Dann hast du zwei Möglichkeiten, du rätst da raus und bist halt mit dem ein bisschen zufrieden, was du hast. Oder du ordnest dein Leben in Wahrheit. Das Leben kann sich nur insoweit in dir eröffnen, wie du dich dem Leben eröffnest. Der Fülle des Lebens und die Fülle ist alles, ist sowohl Körper als Geist. Der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, ist jetzt da. Ist. Die anderen müssen dazu scheißegal sein. Und jetzt gibt es wiederum. Passt immer gut auf, welche Geschichten ich euch eh erzählt. Wir alle kennen das, wenn wir aussteigen und sagen, die anderen sind mir scheißegal, der ist mir jetzt egal, was der denkt, ist mir wurscht. Wir können uns distanzieren von dem und müssen dann mein Ego wegrennen. Also wir müssen eigentlich flüchten vor der Situation. Wir können sagen, der ist mir scheißegal, ich drehe mich um und gehe, bleibe aber weiterhin im Mangel. Weil ich in Wahrheit genau das Spiel brauche, das Dramatische. Ja. Ich muss mich nach anderen orientieren, ich muss mich nach außen orientieren, ich muss mich anpassen, muss mich angleichen, muss mich vergleichen, muss Situationen und Menschen bewerten und die, was ich glaube, dass gut sind, die versuche ich dann zu kopieren, beziehungsweise denen zu entsprechen, diesen Bildern.
Weil ich einen Mangel habe. Wenn ich selber in der Fülle bin, in der Fülle meines Seins, wenn ich selber ganz bin, aus der eine, dann kann ich aus der Fülle heraus sagen, die anderen sind mir scheißegal. Ja. Da ist aber überhaupt keine Geringschätzung dabei, da ist überhaupt keine Emotion mehr dabei. Die, was mich reinlässt. Emotion. Die Bewegung. Emotionen bringen uns auf einen großen Stückel in unserem Leben weit, weil wir sie durch Emotionen von anderen distanzieren können, weil wir sie durch Emotionen antreiben können, weil wir Schmerzen dazu nehmen können, dass wir unseren Arsch bewegen. Irgendwann aber ist die Weisheit des Herzens groß genug, dass wir das alles nicht mehr als Antrieb brauchen, sondern das reicht zum Spüren, wie das Leben uns durchströmt und uns zu jeder Zeit genau das Richtige gibt, was wir gerade brauchen. Du kannst also nur solche Kreise differenzieren oder wirklich zurückziehen und zum Sagen, die anderen sind mir scheißegal. Scheißegal, was sie andere denken oder wie sie mich vergleichen. Wenn du in dir bereits ganz ein bisschen das bedeutet, du müsstest gelernt haben zum Halten in solchen Situationen. In der Stille am Anfang und später auch 24 Stunden in dem, wo ich jetzt sage, das ist mir scheißegal, was sich mein Nachbar gerade denkt. Ich habe mich bemüht, dass ich meins richtig mache, vielleicht habe ich trotzdem einen Fehler gemacht. Wenn mir er deswegen jetzt anrifft, ja. Ist mir scheißegal. Ich besiege mein Königreich und mache mein Ding. Ja. Spüre aber nicht in dem Spiel mit, dass ich ihm anwerte, respektlos behandle oder zurückschnauze, sondern ich kann einfach gar nichts sagen, einfach nur denken. Mir so empört. Kann ich nichts anfangen, habe ich keine Resonanz. Ich gehe einfach. Ja. Gleichmütig, tut weg, mehr oder weniger ohne Emotion. Darf aber trotzdem die Dinge belichten und für mich spüren, dass es so nicht in der Liebe ist, was da rennt. Ja. Gehe aber in meine Liebe zurück und kann mich halten, mein ausgeschlossen fühlen in dem Moment, mein abgewiesen, mein du hast einen Fehler gemacht, du bist nicht gut genug. Heute bereits selber. Da gehe ich dann Staubsaugen oder lege mir einen Hängematten oder du sonst irgendwas drinnen. Ne? Hab das Gefühl in mir, stehe den anderen in ein schönes Licht, weiß genau, das will ich nicht sein. Brauche ich auch nie wieder, brauche ich nie wieder sehen, wenn ich will, der Mensch. Außer vielleicht hier und da mal Hallo. Weil mir geht es mit mir gut und ich kann mich halten in meiner ganzen Angst, in meiner Verletztheit. Kann ich zu mir stehen mit meiner inneren Familie, zum Sorgen, innere Familie. Solche Felder brauchen uns wir nicht aussetzen. Warum? Weil wir es selber so schön haben. Wenn ich mich selber nicht gelernt habe zum Halten, wenn ich meine innere Kindarbeit dann 24 Stunden, vielleicht das ganze Leben lang am Tag bewusst mit mir halt, wie ich immer wieder zurückgehen müssen in den Kreislauf des Brauchens, des Mangels, den wir immer wieder andere auffüllen müssen, durch das wir immer wieder in Situationen kommen, wo ich von anderen abhängig bin. Es sind also dann Co-Abhängigkeiten. Ich bin davon abhängig, dass ich im Opfer-Täter-Retter-Film bleibe irgendwo. Ja. Weil ich ja auf die Art natürlich Energie gewinnen kann, mit Menschen, die da auch drinnen sind. Bleib aber, der Preis, den ich bezahle, ist in der Trennung. Also nicht in der Liebe, nicht in der Prägnanz, sondern im Opfer-Täter-Retter, in der falsch verstandenen Liebe, in der die zweite Wange hinhalten und nur Watschen kassieren. Ja, in kurzen Worten. Vielleicht ist es auch gekommen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich weiß, es ist manchmal ziemlich komplex. Zu manifestieren möchte ich auch noch kurz was sagen. Liebe Menschen, ihr braucht es. Geld manifestieren, ihr braucht es keine Autos manifestieren, ihr braucht es überhaupt nichts manifestieren. Erweckt das Licht in euch durch euer pures Dasein, das nicht mehr braucht, das nicht mehr braucht, außer das Gewöhnliche. Und lasst das groß werden, da geht ein Königreich in euch auf, das könnt ihr euch gerade vorstellen. Manifestieren ist ziemlich hochmütig, wenn man nicht wirklich aufpasst. Weißt, du brauchst nichts manifestieren, das du schon bist. Und du kannst nichts manifestieren, das du noch nicht bist.
Du brauchst keine Dinge in dein Leben manifestieren oder herbeidenken oder irgendwelche Gehirnströme so oft denken, bis irgendwann in dein Leben zieht. Das ist doch, ist das behindert? Wie mit Krücken rennt man herum, wenn man so an Müll glaubt. Schaut um die Zeit und um deine Energie. Das Leben folgt einem Gesetz und das heißt Resonanzgesetz. Alles, was du schon bist, wirst du unverzüglich und unweigerlich über kurz oder lang in dein Leben ziehen. Es kann nicht anders sein. Also verschwende deine Energie, um Dinge in dein Leben zu ziehen, nur weil du glaubst, dass du das jetzt brauchst oder willst. Und das brauchen sie wirklich keine Gedanken machen. Es wird immer das Richtige da sein, wenn man das, was wir glauben, das falsch ist, wenn wir größer werden können, als das zu bewerten, was wir glauben, dass es falsch ist, dass wir das wegmachen wollen und uns nur auf das Gute konzentrieren. Folgt dem inneren Gefühl. Lass der Vision groß werden, die du in dir spürst, seitdem du ein Kind bist vielleicht, so wie ich. Seit meinem allerersten Gefühl fühle, dass da was gibt, das in mir blühen will. Und das ist so schön und leicht. So richtig, dass es niemals falsch sein kann, in keiner Sekunde. Und dem folge, was auch immer dazu für Bilder bestehen, lass da sein, Traum, visionier. Gib's ins Feld, der innerste Herzensvision. Und lass die Bilder ganz leicht sein und hafte ihnen nicht an. Es heißt ja so schön, mach dir kein Bild von deinem Gott. Sobald du ein Bild machst von dem, was du glaubst, so und so müsste es sein. Sobald das mehr ist als eine Idee und das Ego, drückt das auf grauslich ein. Die meisten Dinge, die in unserem Leben vorkommen, sind Geschichten, die uns Ego eindrückt. Machst du ein Bild von Gott, sobald du das machst. Sobald du sagst, nur so oder so. Okay. Du kannst sagen, nur entweder gerade oder gar nicht mit mir. Das kannst du sagen und das solltest du auch sagen. Und das kannst du aber erst sagen, wenn du wirklich in dir gefestigt bist. Und du bist der blaue Himmel hinter den Wolken. Du bist nicht das, was du besitzt, nicht das, was du kannst, nicht das, was du glaubst, dass du brauchst, sondern das, was du wirklich brauchst. Und wenn du das alles geschnallt hast, wenn du dich nicht mehr mit Drogen wegmachst, wenn du pur im Leben bleibst, in Schwingung, dann bist du in Liebe und dann wird dir sowieso immer das Leben alles schenken, was du irgendwie brauchst, wie du es am besten machst. Erinnere dich mit mir dran, komm mich besuchen auf der Lichtoase oder ich komme zu dir. Mach dann Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Schreib mir entweder auf dielichtoase.gmx.at oder besuch meine Homepage dielichtoase.at. Verbringe mit mir Zeit und stell dir in das schönste Licht. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Und dann geh in dein Leben und rahm zusammen. Und dann werden keine Wunder passieren, weil Wunder passieren in der Regel nicht, sondern werden die Gesetzmäßigkeiten, das Leben folgt einem ganz klaren Weg. Dann werden die Gesetzmäßigkeiten so wirksam werden. Wenn du in Wahrheit bist, mein Leben, mit der Fülle, dann wird die Fülle und die Wahrheit des Lebens auf dich zurückstellen und du wirst in Eden. Du wirst den Weg nach Eden gehen können und um das geht's. Und es ist egal, wie lange er dauert, das sind lauter Ego-Geschichten. Es ist egal, wie viel er kosten wird, es sind nur Ego-Geschichten. Du wirst dankbar sein, dass du ihn gehen kannst. Du stehst im Moment an und das stehe ich gerne mit dir teilen, insofern du das auch spürst. Namaste. Jetzt haben wir noch eine kleine Runde gehen. Wer bis jetzt dran geblieben ist, wir gehen noch eine kleine Runde. Oh, auf der Lichtoase. Wenn wir schon mal da sind. Ja, salbe Ecke. Masche, ja. Und weißt du, dann macht er auch keinen Stress, wann die Dinge sich verwirklichen. Das geht so alles nicht. Das Leben wird zum richtigen Moment auf dich zukommen. Du brauchst nicht hingreifen, du wirst es in die Hände gelegt haben und dann wirst du deins dazu zum Da haben. Wenn du zurückland in der Hängematte liegen bleibst, Tag und Nacht, dann Joint nach anderen einziehst oder dich nieder saufst oder generell regelmäßig Drogen konsumierst, wirst du nie weiter kommen als bis an eine gewisse Stelle. Weil du das Leben nicht in die eine lässt, nicht in seiner Fülle.
Und dort stehen die Menschen momentan, sie kommen einfach nicht weiter. Sie setzen sich nicht um. Sie bleiben bitten und lassen nicht los. Der Fluss ist weder loslassen noch annehmen. Der Fluss ist beides gleichzeitig. Also konzentriere dich darauf, dass du den Fluss gehst. Den Fluss erst liebst, dass du Teil von ihm wirst. Der persönliche Druck stößt in die zweite Linie irgendwann dauerhaft. Und das kannst du nur, wenn du dich innerlich gelernt hast zum Halten. Ich hatte mir da gegangen voll viel Königskerzen auf. Die schauen wir uns dann nächstes Jahr. In diesem Sinne wünsche ich dir nur das Beste, Schönste und Lichteste. Banane aus der Lichtoase. Namaste.